Hi, hier ist Nerika Bandens. Ich habe eine Frage zum Thema Zyklus. Zyklus nach dem Pille absetzen ist ein ganz großes Thema. Ich hatte damit auch ganz große Probleme. Und zwar hat es bei mir ein gesamtes, ganzes Jahr gedauert, bis ich meine erste Periode wieder hatte nach dem Absetzen der Pille. Das hat mich auch sehr, ja, hat mir sehr viel Sorgen gemacht, weil... Ja, man wusste halt nicht, als mir dann auch klar wurde, okay, die ganze Zeit, als ich die Pille genommen habe, diese ganzen Jahre lang, habe ich eigentlich gar keinen Zyklus gehabt. Ich habe keinen Eisprung gehabt. Ja, also mein Körper dachte die ganze Zeit, ich wäre schwanger. Und dann war es irgendwie auch kein Wunder für mich, dass er jetzt Probleme hatte dafür. Also das ist schon mal das Erste für dich zu wissen. Akzeptiere es einfach. Erlaube deinem Körper jetzt diese lange Zeit zu brauchen. Denn das ist einfach gar kein Wunder nach jahrelanger Pilleneinnahme, dass er dann überhaupt erstmal wieder lernen muss, diese Hormone zu produzieren, selber zu produzieren, weil er sie nicht mal von der Pille bekommt und von dieser Abhängigkeit von der Pille loszukommen und überhaupt wieder selbst in Fahrt zu kommen, dieser ganze Hormonapparat. Deswegen gib deinem Körper die Zeit und mach dir nicht so eine Panik, also es ist leichter gesagt als getan. Ich habe halt auch die Panik gehabt, dass ich irgendwie unfruchtbar werden würde, wenn ich so lange meinen Zyklus nicht habe. Aber es ist tatsächlich so, dass nach dem Absetzen der Pille, wenn du sie einfach jahrelang genommen hast, das ist, gilt als normal. Ja, das ist ein Normalzustand, dass du so lange brauchst, bis du wieder einen regelmäßigen Zyklus hast. Sogar wenn du überhaupt deine Periode bekommst, kannst du sogar dich wirklich sehr, sehr glücklich schätzen, weil die meisten einfach gar keine Periode bekommen, ja? Also 100. Ein Jahr lang einfach nichts. Das heißt, wenn du unregelmäßige Periode hast nach dem Absetzen der Pille, dann gehörst du zu den glücklichen wenigen Frauen, die sogar irgendwie ihren Zyklus haben, ja. Ja, ich werde jetzt mal ein weiteres Video machen dazu, was überhaupt ein regelmäßiger Zyklus ist und was man machen kann, wenn man eben einen unregelmäßigen Zyklus hat. Was überhaupt ein unregelmäßiger Zyklus ist und ja, wie man dem Ganzen so ein bisschen auch natürlich nachhelfen kann. Alles klar, ich verlinke es hier und genau, klick dich einfach weiter und gib dem Daumen hoch, wenn es geholfen hat und bis nächstes Video. Ciao!